good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skillgaming TV ist wieder und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Serie, die den Namen trägt Pay for Depay. Ihn sieht er ja schon auf dem linken Flügel. Matthew Depay spricht man, glaube ich, so aus. Ich weiß noch nicht, ob der Vorname jetzt richtig war, aber ist auch egal. Die Serie ist eine Art Road to Glory, nur dass sie halt Pay for Depay heißt. Und da ist wie eine Road to Glory aufgebaut, aber ich wollte nicht so einfach Road to Glory nennen, sondern irgendwie noch einen Spieler hinzufügen. Den habe ich jetzt gemacht, nämlich Depay. Memphis heißt er nicht Matthew, sondern Memphis. Memphis Depay, ungefähr so. Komplizierter Name. Und ja, ist eigentlich ja wie ein RTG aufgebaut. Wir spielen Spiele, kriegen dafür Münzen und dann ja verdienen wir damit Münzen und dafür bauen wir dann unsere Teams. Hier ist auch schon unser erster Gegner. Wir haben jetzt, glaube ich, auf dem Kontostand 1000 Münzen, weil ich da mal irgendwie ein Tagesgeschenk bekommen habe oder so. Aber das geht schon in Ordnung. Mal sehen, was für ein Team der unser Gegner da hat. Er hat 4 Goldspieler, genauso wie wir, 2 Goldstürmer, aber der eine ist ZOM. Der hat dann noch Ramsey ausgeliehen und dann noch einen Silberspieler und restlich sind dann nur noch Bronzespieler da. Von ihm 52 Chemie, 68 Bewertung. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir gewinnen, damit wir gleich viele Münzen bekommen. Und starten jetzt in die erste Partie der neuen Serie. Und die erste Chance hat gleich mal in der zweiten Minute Depay mit den Schuss und gleich mal mit der 0:1 in der zweiten Spielminute. Was für ein Beginn für uns. Depay oder Depay, wie man auch immer aussprechen mag, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genau wisst. Wie man ihn genau ausspricht, hier nochmal zu sehen, mit seinem Pace vorbeigegangen und dann eiskalt abgeschlossen, keine Chance für den Keeper. Jetzt sind wir nur noch 2 Minuten danach, wieder Depay mit der Schussfinte, geht er vorbei, hat das Pace hier eingesetzt, richtig stark gemacht, geht jetzt mit dem Chop nach innen, jetzt mit dem Schuss gehalten und da hinten ist doch Robinson, unser rechter Flügel, aber der steht leider im Abseits, somit bleibt das immer noch beim 0:1. 15. Minute kriegen wir einen Eckball, Rossi bringt die Ecke nach innen, da hinten ist Paredes mit dem Kopfball an die Latte und jetzt nochmal unser Spieler, der Gegner klärt auf der Linie. Und dann springt unser Spieler ins Tor und nicht der Ball. Der Ball geht nämlich ins Aus. Aber es gibt wieder Eckball. Wieder bringt Rossi die Ecke nach innen. Der Keeper von ihm kommt raus und hat den Ball diesmal sicher. 28. Minute. Torne oder wie man ausspielt. Unser Bronzespieler Depay. Ole, durch die Beine mit den Scoop. Und jetzt mit dem Schuss aber wieder gut gehalten von seinem Keeper. Der ging fast noch rein, aber der ging leider nur aufs Netz. Aber wir kriegen noch einen Eckball. Rossi bringt die wieder nach innen. In der 29. Minute ist der Bamba Anderson aber wieder gehalten. Und der Abstauber von Robinson kann er nicht mal reinmachen, weil der Keeper zu schnell wieder da war. Jetzt springen wir rein, kurz vor der Halbzeit. Paredes mit der Schussfinte, wieder eine Schussfinte. Richtig stark gemacht, wieder eine Schussfinte. Geht er da vorbei, den muss er machen. Aber der Keeper hält den Ball schon wieder. Und wir kriegen hier noch einen Eckball kurz vor der Halbzeit. Rossi bringt die Ecke nach innen. Bamba Anderson ist da und jetzt klingelt es in seinem Tor. Und somit steht es 0:2. Bamba Anderson mit einem Kopfball. Ich habe mich gerade gewundert, wo ich eine Ecke bekomme, aber der Torhüter war da wohl noch dran, habe ich ganz vergessen. Und ja, danach ist nichts mehr passiert. Wir führen zur Halbzeit mit 0:2, haben 12 Schüsse, 11 aufs Tor, 56% im Ballbesitz. Also die Führung geht in Ordnung. Anschluss hat unser Gegner, auf geht's in die zweite Hälfte. Und das ist die erste Chance für unseren Gegner und die gefährlichste bisher. Der Schuss geht aber nicht mal aufs Tor, der Keeper musste nicht einschreiten. Der andere Keeper, also von ihm, hat jetzt einen Abschluss, führt den Abschluss kurz aus mit dem Fehlpass hier. Robinson ist dazwischen, Rossi mit der Schussfinte, mit der Chance zum 3:0 und die macht er eiskalt rein. Wie ein geborener Stürmer, unser Mittelfeldspieler. In der 50. Minute machen wir das 0:3, wartet noch da, macht eine gute Schussfinte und dann netzt er ein mit links zum 0:3. In der 50. Minute und dann hat der Gegner sich gedacht, nee, ich habe keine Lust mehr, nachher verliere ich noch 6:0, 7:0. Hat abgebrochen, Rossi Spieler des Spiels mit einer 10,0, das hatte ich auch lange nicht mehr, dass ein Spieler eine 10,0 hatte. Wir kriegen dafür aber leider nur 553 Münzen, haben noch den Münzenboost, wie ich bin bei Level 3 und da gab es den, ich glaube 10 Spiele lang oder so. Habe ich einfach mal eingesetzt, damit wir schneller hochkommen, weil wir wollen ja auch ein ordentliches Team haben.
Und ja, das war auch das einzige Spiel dieser ersten Episode. Ich habe nicht so viel Zeit, weil ich jetzt bald in Urlaub fliege. Deswegen muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und die Server waren eh danach da und deswegen konnte ich gar kein Spiel machen. Hier seht ihr jetzt nochmal das Team. Wir haben, glaube ich, 1300 Münzen. Nächste Episode wird dann wohl ein, zwei neue Spieler kommen, damit die Chemie besser wird und unsere Bewertung auch, also unser Team. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch die Serie gefällt. Also haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao! I'm so in love with you.